Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 21.06.2024. Es ist so wundervoll, dass wir hier zusammenkommen. Und ich danke euch, dass ihr jeden Tag reinschaut. Ich weiß, es machen viele. Und ich bin total stolz, dass ihr macht mich stolz, dass ich so eine wundervolle Community habe, die mich so begleiten, ihr Lieben. Ich nehme hier von Rider Waite das Tarot der neuen, Quatsch, die Tarotkarten, nicht das Tarot der neuen Zeit, das ist Linda Gies, aber die habe ich heute nicht. Alle Informationen zu meinen Karten findet ihr in der Infobox, ihr Lieben. Wir schauen mal rein, was dürfen wir denn wissen? Wir haben das Rad des Schicksals in Schieflage. Also, das Rad des Schicksals bedeutet ja sowieso immer, dass, boah, ich habe Gänsehaut, ja, dass es schicksalhaft sich bewegt. Wir hatten gestern die Hauptenergie, die erste Karte war der Turm im Tarot, der ja aussagt, dass alles zusammenbricht. Dein ganzes Leben liegt vor dir, zertrümmert vor dir und du musst ganz von vorne anfangen. Und du hast jetzt die Chance, es zu tun. Das Rad des Schicksals dreht sich immer für dich, nie gegen dich. Das heißt, wenn du eine schlimme Situation durchlebst, wie jetzt gestern dieser Zusammenbruch, kann natürlich auch heute sein, vorgestern, ihr Lieben. Zeit ist in der Spiritualität immer sehr schwierig. Dann ist es aber für dich. Dann sollst du etwas loslassen. Manchmal muss es brachial von dir gelöst werden, weil du sonst nicht loslässt. Und dann kommt die Feuerkarte. Die Drei der Kelche ist die wundervolle Feuerkarte. Es ist die Freundekarte. Es ist das Umarmen. Es ist wirklich eine, wie ein Fest, worauf du dich freust. Und du hast nur deine liebsten Gäste eingeladen. Und du wirst ganz herzlich umarmt. Man gratuliert dir von Herzen. Und das ist hier diese Herzlichkeit, die spüre ich ganz deutlich. Wir haben den König der Schwerter und der ist jetzt genau das Gegenteil von der Herzlichkeit. Und wir haben den König der Stäbe. Schaut mal an, wie sie sich bewegen. Es ist so, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame und mein Gegenüber ist immer der Herr. Das hier ist dein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, das spielt keine Rolle. Ich habe hier gesagt, man gratuliert dir herzlich. Hier haben wir den König der Schwerter. Das ist der kühlste König. Das ist der, der mit dem Verdammten, mit dem Verstand liebt. Der hat keine Liebe. Und genau dieser König, lassen wir mal weg, ob es der Schwerter oder der Stäbe ist. Es ist ein König, es ist dieselbe Person. Zuerst ist es so, dass er wirklich nur mit dem Verstand denkt. Hier ist wenig Liebe, Herzlichkeit. Dann wird ihm aber dieser Stab gereicht. Und das hatte ich irgendwann diese Woche hier, dass man dir den Stab reicht. Und es ist wie ein Staffelstab. Du hast ihn jetzt an den König weitergegeben. Hier haben wir die fünf der Stäbe. Das ist der Kampf. Das ist der Kampf gegen jeden. Jeder gegen jeden. Hier geht es wirklich nicht darum, dass man nochmal zuhört, was der andere zu sagen hat, sondern hier geht es um das Haut drauf. Und wir gehen, schauen erstmal, wie es denn weitergeht. Nein, die will ich jetzt nicht. Ich will die hier. Ich habe hier von Patrick Schiller das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck. Die wollte raus. Und ich habe von Kathleen Bergmann das Epic Light-Lenormand-Kartendeck. Zuerst haben wir hier die Krone. Dann haben wir den Herbst. Wir haben den Bären. Und wir haben das Haus. Das hier ist auf Herzebene im Leben. Der Bär steht für das Alte. Hier wird das Alte gekrönt. Und es gibt einen Weg, egal ob herbstlich, Sommer, Frühling, vollkommen egal. Es gibt den Weg zu dir nach Hause. Und dieses Zuhause ist erst noch, seht ihr das, mit diesem Zaun, mit diesen Spitzen hier gesichert. Ich fühle aber ganz deutlich, dass dieser Zaun, wenn er nicht schon wackelt, dann öffnet er sich. Wir schauen mal weiter. Wir haben das Nest, die Schlange. Und die Engelsflügel und unten drunter. Und jetzt schauen wir uns mal an, wofür wird denn gekämpft?
das Licht am Ende des Tunnels. Und ich habe hier ganz deutlich, dass dieser Kampf, das ist der Kampf, der in dir, in ihm tobt, in ihm getobt hat, indem er eben das Schwert runtergenommen hat, indem er eben gesagt hat, okay, ich möchte endlich fühlen. Wie fühlt sich die Liebe an? Diese Frage hat man mir kürzlich gestellt. Das war gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen ist es für jeden anderes, aber zum anderen, es ist ein Gefühl. Beschreibt man ein Gefühl? Wie fühlt sich die Liebe an? Die Liebe ist in dem Falle hier, und ich arbeite ja mit Visionen, ist es so, dass er das Schwert runterlässt und es fällt auf die Schlange. Diese Schlange in seinem Herzen, in deinem Herzen, ist der Störenfried. Und er wird, indem er das Schwert runterlässt, praktisch eliminiert. Genauso möchte ich sagen. Weil damit hört das Toxische auf, damit hört das Glitschige auch auf, sodass du wirklich gar nicht die Schlange greifen kannst. Sie glitscht dir wie so ein Aal so durch die Finger. Und es ist so, dass du jetzt hier wirklich nicht mehr greifen kannst. Und damit ist jetzt Schluss. Weil der König entschieden hat, dass er die Schlange tötet. Und das ist der Tod. Der Tod, der hier nicht gefallen ist, aber der ist zu spüren. Und zwar das Alte wird gekrönt, indem das Glitschige, die Umwege, das Toxische, alles, was mit dieser Schlange in Verbindung steht, schaut mal an, sie zischt ja die Eier in dem Nest an. Diese Schlange, es kann sich um eine dritte Person handeln, ihr Lieben. Das ist möglich. Es muss auf gar keinen Fall um romantische Liebe gehen. Wie kann es sein, dass der eine Arbeitgeber dich nicht gehen lassen will und du hast aber beworben und willst weggehen? Also dann kann es auch die Schlange sein. In jedem Fall ist das hier dein Neuanfang. Das ist die Feierkarte. Du bist schon in dieser Energie und du freust dich drauf und dann kommt diese falsche Schlange nochmal hoch und du hast jetzt einfach keine Lust mehr. Du hast keine Lust mehr auf den Kampf und du hast keine Lust mehr auf diese Schlange und beziehungsweise dein Gegenüber und er wird diese Schlange töten. Ich nehme von Christefania die Kipperkarten. Das ist übrigens, das ist dein Weg, dein Schicksalsweg. Und dieser König sollte dir begegnen. Und das ist auch sein Weg, dass er jetzt diesen Wandel durchmacht vom Schwert zum Stab. Die Stäbe sind die Aktionskarten. Wer tut jetzt? Was für ein toller Satz wieder. Also er kommt in Bewegung, er kommt in die Aktion. Wir haben hier das reiche Mädchen, es ist für mich die reiche Frau und wir haben die Zusammenkunft. Und die Karten sind in Schieflage gefallen. Dann haben wir hier den reichen guten Herrn. Wir haben die Entscheidung und wir haben die kurze Krankheit. So, und dann haben wir jetzt hier das Pärchen, die reiche Frau und der reiche Herr. Die reiche Frau bist du. Der reiche Herr ist dein Gegenüber. Das ist er. Und er ist jetzt, weil er eben in die Aktion gekommen ist und hier wirklich jetzt auch mit dem Kampf aufgehört hat, das Licht am Ende des Tunnels sieht, wahrnimmt und er spürt ganz deutlich, er spürt die Hilfe von oben, er spürt, dass er hier sich hat führen lassen bzw. geführt wurde. Vielleicht hat jemand anderes darum gebeten, das kannst du immer machen, aber du hast natürlich keinen Einfluss auf die Energien der anderen. In jedem Fall ist hier eine Entscheidung getroffen, und zwar die Entscheidung, die Schlange zu töten. Egal, was die Schlange darstellt, für dich darstellt. In jedem Fall ist das hier, das bist du. Das Rad des Schicksals krönt das Alte. Es sind die Wege zu dir nach Hause in die Zusammenkunft mit diesem
reichen Herrn, mit diesem König der Schwerter und König der Stäbe. Es wird eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise entweder gemeinsam oder auch er hat eine Entscheidung getroffen, indem hier diese Krankheit einfach jetzt übermalt wird. Es ist jetzt einfach genug. Und es ist die Reise, deine Reise, eure Reise in die Zukunft. Durch den Tunnel. Und ihr seid schon so weit, dass ihr wirklich hier vorne an der Kante steht und im Grunde nur noch einen Schritt machen müsst, um eben aus diesem Tunnel rauszukommen, auch diesen Tunnelblick zu haben. Ich habe das Gefühl, ihr geht hier durch und ihr seht auf einmal diesen Kampf, warum ihr gekämpft habt. Ihr seht auf einmal aber auch die Wege, die da rechts und links vorbeiführen. Und vor allen Dingen seht ihr diese ganzen Zusammenhänge zwischen euch, warum ihr getrennte Wege gehen musstet, warum ihr jetzt wieder zusammenkommt. Die Lebensaufgabe, eure Lebensaufgabe, das ist das, was ihr seht, was du siehst, wenn du durch den Tunnel gehst. Erkenntnis. Dieses Licht hier, ganz im Inneren, das ist das Licht der Erkenntnis. Und das ist deine Nachricht für dich. Du stehst schon an der Kante. Du bist die, die die Engelsflügel entweder spürt auf dem Rücken oder eben aber genau weiß, dass die Engel hinter dir steht und dich praktisch nur so ein bisschen schubst. Jetzt geh doch diesen einen Schritt noch. Und er folgt dir. Diese Zusammenkunft hier ist eine Entscheidung von euch beiden. Weil dieser Störenfried, dieser Störfaktor in der Mitte des Herzens, sein Störfaktor eliminiert. Ihr Lieben, ich habe hier von Doreen Virtue, was habe ich denn? Engel begleiten deinen Weg. Dann schauen wir jetzt mal. Ich lege eine Karte auf die Ebene des Bewusstseins, eine auf die Herzebene und eine auf das Unterbewusstsein. Die liegen sehr schön in der Hand, diese Karten hier. Daraus, danach wähle ich natürlich auch meine Karten aus. Ah, jetzt, ja, das sind die drei, die dahin sollen. Und hier haben wir vier Karten. Schaut mal an, der reiche, gute Herr, die Entscheidung hat sich verändert, hat sich bewegt. Aber der Herr ist zu sehen. Diese Karte ist hier über, was ist denn das gewesen hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Über die Schlange und auf das Nest gefallen. Das heißt, das Nest ist noch gar nicht zu sehen, aber er ist in seiner ganzen Größe zu sehen. Wir schauen mal rein. Engel begleiten deinen Weg. Welcher Engel begleitet dich? Das hier ist die Sonja. Ich bringe dir eine Botschaft. Habe ich das nicht gesagt? Eine Nachricht für dich? Von einem deiner lieben Verstorbenen. Ich bin glücklich und im Frieden und liebe dich sehr. Bitte sorge dich nicht um mich. Und ich soll noch ergänzen, bitte sorge dich nicht mehr um mich. Vielleicht ist diese Schlange aber auch wirklich ein Verstorbener, dem du nachgehangen hast, beziehungsweise der, ja, dem du ein Versprechen gegeben hast. Ich kümmere mich um das Haus, ich kümmere mich um die Oma, ich kümmere mich um das Kind. Wenn ihr befreit werden wollt von solchen Versprechungen, dann kommt zu mir, dann machen wir eine Seelenerlösung, ihr Lieben. Wir schauen mal weiter. Theresa. Zeit zum Ausspannen. Du hast dich dauernd um andere gekümmert. Jetzt ist es an der Zeit, innezuhalten und für dich selbst zu sorgen. Habe ich das nicht gerade gesagt? Das Versprechen. Shanti, ich bin der Engel des Friedens. Ich bringe dir neue Ruhe und künftig sanfteren Weg. Und zukünftig sanfteren Weg. Frieden. Frieden, Ruhe ist hier wirklich. Es ist auch so, dass dieser König der Schwerter jetzt seinen Frieden gemacht hat, indem er die Schlange hinter sich lässt. Egal wie. Ich habe hier die wildesten Bilder im Kopf. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
So, und zum Schluss ist gefallen, Astra, du verdienst das Beste. Greife mit deinen Träumen und Wünschen nach den Sternen und geh keine Kompromisse ein. Warum auch? Warum sollst du Kompromisse eingehen? Denke groß. Think big, sagen die Engel. Denke groß und warum sollst du nicht das Größte, das Schönste und das Großartigste haben? Das sind die drei Karten für diese Ebene und ich lese sie nur aufrecht, ihr Lieben. Wir haben hier Grace und Antoinette. Um diese Situation zu heilen, betrachte den Standpunkt des anderen voll Mitgefühl. Hier geht es auch darum, den Standpunkt des anderen überhaupt mal anzugehen oder seine Sicht mal anzusehen. Warum hat er denn hier mit dem Schwert nur gedacht? Ich glaube, wenn er dir das erklären kann, manchmal kann man das nicht erklären, aber wenn er dir das erklären kann, vielleicht, du musst es ja nicht gut finden, aber es erklärt vielleicht seine Handlung. Finde ich ein ganz, ganz wertvoller Tipp, vor allen Dingen hier im Bewusstsein. Mach es bewusst, weil er ja auch bewusst vom Schwert in die Stäbe geht. Celeste. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Hier geht es, das ist in der Herzebene, hier geht es um den Umzug, um den Wandel, um die Veränderung. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Es geht um die Veränderung, vielleicht in Form von einem Umzug. Der Umzug kann aber auch tatsächlich so aussehen, dass er emotional ist, dass er von der einen Sichtweise in die nächste oder in die andere Sichtweise umzieht, ihr Lieben. Und zum Schluss, nein, nicht zum Schluss, ich habe noch mehr Linda. Du bist verwirrt und unentschieden, weil du nicht genug Informationen hast. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten, bevor du eine Entscheidung triffst. Die Entscheidung ist hier schon getroffen. Vielleicht hast du dir hier Rat geholt bei Experten. Das ist dann hier, wo du gesagt hast, die kurze Krankheit ist jetzt vorbei, ich übermal die jetzt. Jetzt kommen wir an den Schluss. Und der Schluss ist Ray. Yoga und körperliche Betätigung sind zurzeit unerlässlich für dein Wohlbefinden, deinen inneren Frieden und dein spirituelles Wachstum. Bewegung heißt nicht einrosten, wenn man sich nicht bewegt, geistig, körperlich, aber eben auch aus dem Vergangenen raus in das Neue akzeptieren. Man muss es ja nicht gutheißen, ihr Lieben, aber wenn du immer in der Vergangenheit hängst und früher war alles besser, brauche ich euch nicht zu sagen. Das ist ein Satz, der ist vollkommener Quatsch. Früher war nicht alles besser, es war anders. Und diese Veränderung hat uns in das Heute gebracht. Und heute ist auch nicht alles gut. Es ist anders. Schau mal, ob du deinen Weg findest von dem Früher ins Heute, von dem Früher war alles gut, in heute ist auch nicht alles gut, von dem Schwert in die Aktion. Ich spüre ganz deutlich, dass das hier eine Nachricht nicht für alle ist, ihr Lieben. Das kann gar nicht für alle gelten. Aber dass der eine oder andere vielleicht wirklich jetzt ins Nachdenken kommt, beziehungsweise ihm ein Licht aufgegangen ist. Und dann würde sich das für mich ja schon, hätte sich ja schon gelohnt. Ihr könnt mich übrigens unterstützen, indem ihr die Werbung einfach länger laufen lasst. Das könnt ihr ja danach machen. Macht den Ton aus und dann läuft die Werbung. Damit könnt ihr mich unterstützen, weil die Werbung, die ich hier fahre, die ist ja aufgeteilt. Das heißt also, wenn du es wegklickst nach diesem Überspringen, verdiene ich einen kleinen Obolus. Wenn du es ganz bis zu Ende hörst oder siehst, verdiene ich ein bisschen mehr. Und wenn du dann noch draufklickst, verdiene ich noch mehr. Wenn du dann noch bestellst, verdiene ich noch mehr. Ich werde nicht reich damit, ihr Lieben. Ich werde nicht reich damit, hier diese Orakel zu legen. Aber es macht mir einfach Freude und Spaß und vor allen Dingen eure Feedbacks, die finde ich so großartig. Und viele erreichen mich ja auch privat und sagen mir,
dass ich sie jeden Tag ein Stück begleite. Und das ist so wertvoll für mich. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, ein kleines Video zu drehen. Testimonial heißen die übrigens. 10, 20 Sekunden nur, indem ihr sagt, wenn ihr schon mal bei mir wart, bei einer Sitzung bei mir war zum Kartenlegen, zum Seelenerlösen, zum Schnüretrennen, zum Austausch der Seelenanteile oder auch zum Gespräch mit den Engeln. Wie hat es euch gefallen? Wie habt ihr euch aufgehoben gefühlt bei mir? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ich mich um euch kümmere oder dass es mir egal ist oder nicht egal ist, wie es euch geht, wie es euch danach geht? Vielleicht habt ihr Lust, mir da ein paar Worte zu sagen. Das wäre ganz wunderbar. Ich habe nämlich vor, in YouTube eine Playlist einzurichten mit Testimonials, wenn man eben nicht genau weiß, ob man zu mir kommen soll, wo man hören kann, sehen kann, dass da jemand sitzt, 10 Minuten, 10 Sekunden und sagt, ich würde es wieder machen, ich kann Astrid empfehlen. Ich danke euch von ganzem Herzen, ihr Lieben, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Freitag und wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao.